Entschuldige? Hättest du Lust, ein ganz kurzes YouTube-Interview zu geben? Einfach nur drei Gründe, warum vegan. Ich weiß nicht. Ich kann nur einen Grund. Nur einen Grund? Ja. Tiere. Tiere? Ja. Wie lange bist du schon vegan? 9 Jahre. 9 Jahre. Was hat dich dazu gebracht? Ja, eben weil ich nicht Tierausbeutung unterstützen wollte. Ja, aber was war es denn? War es eine Freundin oder? Nein, ich war in London von der Schule aus und da gab es halt so einen Stand, wo halt Flyer und so waren. Übermaterial einfach. Ja. Und dann habe ich mir das angeschaut und gesagt, ja, jetzt mache ich das. Und dir geht's gut damit? Ja, natürlich. Super. Gut. Danke. Drei Gründe, warum vegan? Ja. Für die Gesundheit, für die Tiere und für die Umwelt. Für die Gesundheit, für die Tiere, für die Umwelt? Okay. Ich brauche eine andere Frage, weil das sagt wahrscheinlich jeder gleich. Na gut. Ziemlich, ja. Seit wann bist du vegan? Seit 1,5 Jahren. Okay, und was hat dich dazu gebracht? Ich bin zuerst über die Gesundheit da reingekommen eigentlich. Okay. Ja, die China Study habe ich gehört als Hörbuch. Hallo, ich wollte noch fragen, drei Gründe, warum du vegan bist? Wegen der Tiere, wegen der Gesundheit und wegen der ganzen nachhaltigen Gedanken für unsere Erde. Und was hat dich dazu gebracht? Wie lange bist du schon vegan? Ich lebe seit 5 Jahren vegan und ich habe das Peace Food Buch von Dr. Dahlke gelesen. Okay, das war der Anstoß dann, ja, das auszuprobieren. Also das war wirklich so der richtige Zeitpunkt anscheinend für mich zusammengekommen. Ich bin dann von einem Tag am anderen vegan geworden. Super, danke. Ja. Tschüss. Welches Leben ist mehr wert? Meines, deines, das von einem Schwein, welches? Ja. Aber was war dein Anstoß oder bist du vegan aufgewachsen? Nein, bin ich nicht. Einfach die Überlegung, dass es nicht mein Recht ist, Leben zu nehmen von jemandem, der gar nicht sterben möchte. Zu was macht mich das, wenn ich jemanden das Leben nehme, der weiterleben will? Ja. Cool. Und du bist ganz alleine draufgekommen? Weil ich habe zum Beispiel Leute gebraucht, die mich hingebracht haben. Wir sind über den Weg der chemiefreien Ernährung zum Veganen gekommen. Wir ernähren uns jetzt seit 15 Jahren circa chemiefrei, stellen alle selbst her, was wir essen. Und sind so eigentlich im Laufe der Zeit immer mehr und mehr vegan geworden. Cool. Auch über, jetzt nicht nur über das Essen, auch der restliche Konsum, die restliche Gesundheit. Vegan bedeutet nicht nur, sich fleischlos zu ernähren, auch die ganze Lebenseinstellung. Habt ihr eine Webseite über die chemiefreie Ernährung? Nein, das leider noch das nicht. So weit sind wir noch nicht. Okay. Aber unsere Speisen sind alle 100% chemiefrei. Okay. Super, danke. Gerne. Ciao. Verzeihung? Drei Gründe für die vegane Ernährung? Weil es gut schmeckt, weil es mit den Menschen und den Tieren gut tut. Weil die was? Weil es den Menschen und den Tieren gut tut. Okay. Und wie lange bist du schon vegan? Was hat dich dazu gebracht? 2,5 Jahre jetzt. Ja, eben die Massentierhaltung. Das System, so wie es momentan ist, auch nicht. Und da hast du einen Flyer bekommen oder wie bist du dahinter gekommen? Über Freunde. Über Freunde. Cool, danke. Ciao. Drei Gründe für die vegane Ernährung? Drei, gell? Reicht Tierschutz nicht? Weiß ich nicht. Ja. Tierschutz? Ja, ich finde das reicht. Wie lange seid ihr schon vegan? Oder du? Ich glaube 4 Jahre. Und was hat dich dazu gebracht? Also? Ja. Nur aus ethischen Gründen, wirklich. Ich würde es auch machen, wenn es ungesund wäre, tatsächlich. Und das war ein Flyer oder das war ein Freund? Nein, ich war oder? Vorher Vegetarier und ein Freund von mir wurde Veganer. Da habe ich mir gedacht, ich probiere das mal. Dann fand ich es so toll, dass ich dabei geblieben bin. Cool. Danke. Macht mich glücklich. Schön. Ciao. Gesund. Gesund? Schmeckt. Und gut für Umwelt. Okay. Wie lange bist du schon vegan? Ich bin nicht vegan. Du bist nicht vegan. Oh nein, wann bist du vegan? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Oh no. Okay. Drei gute Gründe. Ja. Ja, weil es umweltfreundlich ist, weil es ethisch korrekt ist und weil es gesund ist. Aber gesund ist für mich nicht so, weil ich bin Raucher. Ich war Raucher, Entschuldigung. Oh. Ich war Raucher. Gratuliere. Danke. Und wie lange bist du schon vegan?
Seit 2007. Und was hat dich dazu gebracht? Also ich war auf einer Anti-Pelz-Demo und davor war ich jahrelang Vegetarier. Okay. Und genau, das habe ich. Habe ich dir das gestern erzählt oder was? Ich habe eine Webseite irgendwo im Internet war mit einem Titel irgendwie Vegetarier sind Mörder. Mhm. Und ich habe mich angesprochen gefühlt. Ja, und der nächste Schritt ist dann halt cool. Die Konsequenz. Es war so lieb. Er hat eine ganz, ganz entzückende Tochter und was wir machen werden, ist mit der Mama und dem Papa die kleine Maus mit einer gescheiten Sonnencreme versorgen. Super. Ohne Gift, ohne Chemie, einfach nur wunderbar gut für die Haut. Und sie kann sie auch abschlecken, wenn sie möchte. Ja, so ist es. Ein roter Strich für den Papa. Also ich freue mich sehr, wenn mich deine liebe Frau und du anrufen und wir schauen uns das gemeinsam an. Ja? Okay. Wir müssen fit sein. Okay. Darf ich dich kurz was fragen? Ja, freilich. Ja. Drei Gründe, warum vegan? Drei Gründe, warum vegan? Ein gesundes, wunderbares, nachhaltiges Leben. Okay. Wie lange bist du schon vegan? Und was hat dich dazu gebracht? Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre? Eine Krankheit. Eine Krankheit? Und ich bin jetzt wunderbar gut gesund. Wow. Ja. Cool. Sehr schön. Was darf ich fragen, was du isst? Also hast du was Besonderes, Veganes gegessen? Mein allerliebstes Gericht sind gekochte Erdäpfel mit einem fantastischen selber gemachten Kräutersalz und frischen Kräutern aus dem Garten. Das okay. ist mein Lieblingsgericht. Cool. Das kann ich essen von in der Früh bis auf die Nacht. Herrlich. Super, danke. Sehr, sehr gerne. Darf ich dich was fragen? Ja. Drei Gründe fürs Vegansein. Warum vegan? Drei Gründe? Ja. Die Tiere, die Menschen und die Umwelt. Okay. Wie lange bist du schon vegan und was hat dich dazu gebracht? Knapp 3 Jahre. Und aus ethischen Gründen habe ich angefangen. Und was hat dich dazu gebracht? War es ein Flyer oder ein... Nein, es war eigentlich ganz, ganz komisch. Es war eigentlich ein Zirkusvideo. Also nicht einmal irgendwas mit Massentierhaltung. Ja. Das hat dich einfach irgendwo... Ja, das hat mich so dermaßen getroffen, dass ich dann gesagt habe, okay, nein, geht nicht mehr. Und es geht auch anders. Und man sieht ja, seit 3 Jahren, ich schaue noch immer gut aus. Verzeihung, 3 Gründe, warum vegan? You speak English? Yeah. Okay. 3 reasons why do you go vegan? I'm not vegan. You're not vegan. Why not? I don't want to be. You don't want to be vegan? It's a slow process. Okay. You would like to be vegan, but you're not yet, or you yes. don't want to be yes. it ever? I would like to be. Okay. Yes. Why do you want to be a vegan? So the animals are protected and the environment. Okay. It's cool reason. And where do you know that from? I mean, did you watch a movie or? Sure, movies, magazines, books, documentaries, Netflix. Anything you can recommend to somebody who does not even want to be vegan sometimes in the future? Just go to a vegan restaurant. That's a good one. Okay, thank you so much. Yeah, you're welcome. What's that? 3 Gründe, warum vegan? Gut. Seid ihr vegan oder? Ja. Und wie lange schon? Was hat euch dazu gebracht? Naja, wir waren zuerst Vegetarier und irgendwann macht man halt den nächsten Schritt, weil das geht einem dann nicht mehr ab. Das schmeckt besser. Schmeckt besser? Es ist immer frisch und einfach immer lecker. Okay. Gut, danke. Ciao. Verzeihung. Servus. Warum vegan? Warum? Ja, 3 Gründe, weil's warum cool ist. Weil es urcool ist? Ja. Warte, und warum die... weil die Tiere auch ein Recht auf Leben haben. Bist du vegan? Was hat dich dazu gebracht? Also, was war der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss es probieren? Naja, ich selber bin nicht vegan. Okay. Aber ich unterstütze es. Okay. Also manchmal vegan? Ja, oft. Ja? Ja. Aber es ist okay. Ja. Danke. Es schmeckt auch. Ja, es schmeckt. Das ist nämlich das Wesentliche. Weil wenn es nämlich nicht schmeckt, ja, gibt es nicht. Ja, verstehe ich auch. Genau der Punkt. Alles, was nicht schmeckt, wird nicht gegessen. Stimmt. Ja. Danke. Ciao. Ciao. Also
Also ich bin da, weil ich mit einer Freundin da bin, die vegan ist. Die ist vegan? Die ist vegan. Ist das eine Inspiration oder ist das eine Last? Was? Eine Last? Ist das eine Inspiration oder ist das lästig? Also mir schmeckt vegan sehr gut. Ich habe nichts dagegen. Und aber ich bin kein echter Vegan. Und wäre das etwas, das in Zukunft interessant wäre, oder? Ich bin noch nicht so weit nach. Woran mangelt es, oder was fehlt noch? Es war für mich noch keine Notwendigkeit. Aber Informationen sind da quasi. Käme aus, ja. Okay, danke schön. Wiedersehen. Was bist du? Filmemacher. Oh. Hättest du vielleicht ein paar Tipps für mich, wirklich? Wissen wird mehr, wenn man es teilt. Okay. Warum bist du noch nicht vegan? Weil vegan an sich für mich keine Entscheidung ist, sondern eine bewusste Art zu leben. Und ich bin nicht vegan und ich bin nicht irgendwas. Ich bin Stefan, das ist mein Name und der bin ich und mein Charakter möchte ich entwickeln. Und ein Teil davon ist innerhalb der veganen Kultur, aber das ist keine Kultur für mich, ich möchte das nicht separieren, sondern etwas, was ich leben kann, bewusst essen, bewusst trinken. Das ist für mich nicht vegan, das ist für mich Leben und vegan kann ein Teil davon sein. Cool. Wie bist du da hingekommen? Durch Zufall. Ich habe auf Facebook jemanden gesehen, der gefragt hat, ob jemand mitkommt. Ich bin nicht mitgekommen, ich bin selbst gekommen und habe einen Kumpel gefragt. Und so bin ich dazu gekommen, heute da zu sein. Und dann köstlich Brownie zu essen und mein Zuckerflash zu stillen. Das meine ich gar nicht. Wie bist du auf diesen Gedankengang gekommen? Das ist ein sehr gesunder Gedankengang, den du gerade erläutert hast. Keine Ahnung. Ich wollte ehrlich sagen, ohne viel nachzudenken, was ich von vegan halte, ohne es schlecht zu machen. Also. Okay, danke. Gerne. Wozu werden die Eiweißstoffe verwendet? Klärung. Zu was? Zur Klärung. Zur Klärung. Klärung des Weines. Okay. Wir verwenden Mineralstoffe. Und das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Und die meisten Weine tun das nicht? Es ist nicht vorgeschrieben. Okay. Es geht um Zeit. Die Mineralstoffe brauchen länger. Die Gelatine geht schneller. Ah, okay. Danke. Salomon hat das immer schon so gemacht. Wir haben die Weine bis 2005 zurückzertifiziert. Super. Danke. Bitte gerne. Wiederschauen. Ja, ich soll fragen, drei Gründe, warum vegan? Drei Gründe, warum vegan? Ich kenne nur einen. Weil ich bin selbst nicht vegan. Du bist selbst nicht vegan? Nein. Oh nein. Aber ein Grund, Massentierhaltung. 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 Okay. Warum bist du nicht vegan? Weil Hühner Eier legen müssen. Und irgendjemand, also Eier müssen so oder so gegessen werden. Die Sache ist nur die, es soll nicht in Massentierhaltung passieren. Wissen Sie, was ich meine? Nee, Sie haben keine Ahnung, oder? Na, aber müssen wir Eier essen? Müssen wir nicht. Aber warum darauf verzichten? Na, wegen den Hühnern. Naja, wenn sie frei rumlaufen und sowieso Eier legen müssen. So. Wissen Sie, was ich meine? Jetzt haben sie es verstanden. Aber, ja. Ja, da müsste man schon viel Glück haben, dass man im Wald spazieren geht und irgendwo ein Huhn findet, das ein Ei verloren hat, oder? Weil sonst. Ja, gut. Jetzt sonst ist es schon schwierig, oder? Sonst sperrt man schon irgendwo ein Huhn ein und sagt, du bleibst jetzt da. Ja. Aber ich wollte kein schlechtes Wissen haben. Ich dachte nur. Jetzt haben sie übertrieben. Das Scheiße. Haben sie übertrieben. Ich wollte das nicht. Ich wollte fragen. Was dich inspiriert, warum du vegan geworden bist. Ach so. Aber es war trotzdem ein gutes Gespräch. Danke dir. Ciao.